Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Mission. Noch mal Autos zurückführen, okay, naja. Ist wenigstens simpel. Das dürfte man hinkriegen, ne? Ist das dasselbe oder was? Nein, aber es ist auch eine Mission von Simeon und das ist ja meistens Autos zurückführen. Okay. Na, ja, ist gut, klar, machen wir so. Ich sag nur, das ist wenigstens etwas, das kriegen wir beide simpel hin. Da ist jetzt kein großer. Ach, ein bisschen Schießerei, mein Gott. Man weiß ja nicht. Auf dem Vorschaubild, das sieht ja so aus, als würden wir da Gegner haben. Aber mal schauen, das muss man sich ja wieder ein bisschen angucken. Warte mal gerade kurz, ich muss mal kurz wegen meinem Auto gucken. Weil wenn wir wirklich Gegner haben. Oh, diesmal mal Zeiten, sehe ich gerade, ne? Ja, aber es sind glaube ich nur zwei, also würde ich sagen einer A, einer B, oder? Ja, das sehe ich gerade. Das. Dein schon meiner, okay. Was willst du nehmen? Ich gehe zu B, nimm du A. Okay. So, ich nehme A. Okay. Ah, steht direkt neben dem an. Also gut, das ist ein Auto. Aber ich vermute, dass mehr Gegner jetzt kommen werden. Ja. Naja, schauen wir einfach mal. Wir haben eine Viertelstunde Zeit. Ich denke, das sollte sehr großzügig bemessen sein, aber mal gucken. Ich kenne die Mission nicht oder nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, es sind ein paar Gegner. Zwei. Ja, doch nicht. Es sind ein paar mehr. Ist das ein Park oder so? Das sind doch ein paar Gegner. Kommst du klar? Ja, irgendwie so. Ja, die sind ein paar Gegner. Bei mir auf jeden Fall. Bei mir auch. Also ich habe hier aktuell noch einen rumstehen, aber ich vermute, dass das nicht der letzte war. Alles gut. Okay. Jetzt dürfen wir aber nicht mehr sterben. Ja, ist gut. So, jetzt. Ich habe jetzt Luft. Jetzt gehe ich das Auto rausholen. Bring das Fahrzeug zu den Docks. Das ist wieder so GTA, was ich mich. Was war mir irgendwie klar. Okay, alles gut. Ich kriege es aber irgendwie. Sehr krieg ich es irgendwie hin. Ja, es waren 50 Gegner, die bei mir rumstanden. Stell dir zur Not dein Auto als Schutz hin. Cox dich hinter das Auto, dann kannst du. Hast du vielleicht ein bisschen. Ich hab die schon alle tot jetzt. Okay, dann passt ein bisschen auf. Wir haben jetzt gerade. Ich hätte erwartet, dass uns ein paar Leute hinterherfahren. Das ist aber ein geiles Auto, was ist denn das hier? Rapid Alley. Das ich habe einen alten Sentinel, also der BMW. M3. Na, meiner sieht aus wie so ein alter Mustang hier. Wie heißt denn das? Rapid Alley. Okay, weil der Mustang ist ja der Dominator eigentlich. Ja, ich rede von so einem alten, also den alten Mustang. Ja, keine Ahnung, muss ich mir nachher mal gucken. Warte mal, unten durch. Noch 11 Minuten 20.
Das Gute ist ja bei GTA 5, dass du, selbst wenn du streamst, kannst du ja im Auto Radio hören, weil das Radio wird ja gar nicht erst im Stream übertragen. Ich hab's Radio grundsätzlich aus. Oh, mach keinen Scheiß, Alter. Wo bist du? Ich hab nur ein Auto gerammt, alles gut. Also ich hab mein Auto jetzt abgeliefert, der steht schon vorm Container. Es fehlt nur noch deins. Warte mal, ich hol mal mein Kuruma. Ja, aber ich meine nur, man hört's halt im Stream nicht, selbst wenn du es anmachst. Weil das ist halt nur bei den älteren Spielen so, dass du das halt nicht hast, solche Streamer-Dinger. Die moderneren Spiele haben ja meistens viele heutzutage Streamer-Modus. Guck mal, gepanzert Heiser. So, jetzt muss ich mal mein Auto gleich auftauchen. Da steht er schon. Ja, fahr einfach da, wo ich stehe, da vorne, wo der Punkt ist. Ja, du wolltest dir den nochmal angucken. Ah, das könnte ein alter... Warte, was ist das? Ist das ein alter Kadett oder so? Nee, das ist eher ein alter Mustang. Ah, aber ganz alter, ja. Ja, stimmt. Ja, doch, das könnte hier so ein 67er oder sowas sein. 67er, 72er, irgendwie so eine Drehung. Und wenn das halt so ein alter BMW. Mhm. Aber irgendwie sieht deiner beschädigter aus als meiner. Und? So, das da. Ja, ich habe auch mal Gegner um mich rum gehabt. So, okay, dann sind wir eigentlich durch. Ah, es sind noch mehr Autos. Siehst du, da sind mehr als zwei. Es sind noch zwei Autos. Ja, habe ich aber jetzt auch erst gesehen. Naja. Wahrscheinlich einfach so viele, wie wir in der Zeit beschaffen können. Nee, ich glaube, das sind nur mal vier. Warte mal gerade kurz, ich muss mal einen Punkt merken. Ich hatte mir, jo. Schmeiße ich jetzt hier bei B raus und dann fahre ich weiter zu A. Jo, alles gut. So. Ah, wir haben noch Zeit genug. Wir hatten eben auch eine Viertelstunde oder so. Eigentlich sollte das kein Problem sein. Das ist bestimmt der Gegner, muss ein bisschen aufpassen. Mhm. Auf dem Polizeihof steht der. Scheiße. Okay, wir machen. Ja, nimm mein Auto, ich bleib hier mit. Ich helfe dir hier. Wir fahren so beide zusammen. Ich nehme das Auto raus, ich fahre weiter danach. Ja. Sobald du den raus hast, weil ich muss hier raus gleich. Ja, ich bin auch schon dabei. Okay, bist du schon aus dem Auto raus? Ja, okay. Ich bin im Auto drin, ja. Gut, ich beeile mich, ich ziehe mal ein bisschen. Im Zweifel rufst du Dings an, hier, Lester. Alles gut, ich schaffe das schon. How can I be of service? Okay, I'll get you out of trouble. Geh weg. So, lässt er schon mal weg. Die Cops sind weg. Ich fahr mal weiter. Warte mal, B hab ich. Also, scheiße, warum fahr ich zu A? Ah, verdammt. Du bist mit dem A mit dem Auto schön. Nee. Doch, der A war richtig, ja. Geh weg! Geh weg, ich muss Autos klauen.
So. Aber der steht hier. Ach, der steht auf dem Parkhaus. Ernsthaft? Ja, der steht hier oben auf dem Parkhaus. Mein Auto steht, das letzte Auto steht hier oben auf dem Parkhaus, wo der Kuruma mal steht. Aber ein bisschen weniger Gegner, okay. Hey, Digga. Entschuldigung. Hier ist kein Gegner. Oh, du hast Geld da gelassen. Gut, dann nehme ich das Geld mit. Scheiße. Das hatte ich jetzt alles anders clever, dass ich scheiß Kopf an der Backe hab. Na, du Bastards. Fuck, jetzt hab ich die scheiß Kopf an der Backe. Lester, ich brauche mal deine Hilfe. Warte mal, kann ich denn schon jetzt nochmal anrufen? Fuck you. So, Lebenshelfer, jetzt habe ich die Cops an der Backe kleben. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr sehe. Scheiße. Okay, so viel zum Thema, die Zeit großzügig bemessen. Ich vermute, dass ich Probleme mit der Zeit bekomme. Geh weg, Kopf. Ja, 1,45 und dann muss ich mich. Da kommt der Kopf. Gut, ich bin die Cops los. Scheiße! Das kann nicht sein, weißt du? Rückwärts raus, ich gebe Gas, es kommt ein Fußgänger um die Ecke, kommst wieder an der Backe. Oh Mann, oh. Ich hätte ihn gehabt, ey. Ich wäre weg gewesen. 42 Sekunden. Was muss der Typ da auch rumstehen, ey? Eine Sekunde noch. Ah, warte, ich krieg das irgendwie noch hin. Das ist nicht wahr. Der nächste, der mir in die Karre fährt, ich habe wieder die Cops. Das dritte Mal jetzt. Ja, ich schaff's nicht. Schade. Sorry. Also jetzt wollte mich gerade echt verarschen. Oh Mann, hau doch mal ab da mit deiner Scheißkarre. Weil ich bin am Flughafen unten und ich krieg die Cops nicht weg in einer Minute. Weißt du, erst der scheiß Fußgänger, ich hab's das erste Mal weg, beim zweiten Mal stellen sie sich so dämlich quer.
Stellen Sie mir direkt, stellen Sie sich vor der Nase weg, quer, dass ich in die Reihen fahre und wieder die Kopf an der Backe habe. Es wird jetzt schwierig werden, die da jetzt loszuwerden. Ich meine, ich bin unter dir, aber ich schaffe es nicht. Ich bin zwar jetzt außerhalb des Feindes Levels, aber... Hat Mann, Alter, ich hab's ja gehabt. Ich wäre das Ding gehabt. Das Auto habe ich ja. Ich fahre ja mit dem Auto rum. Blöde Scheißkorps, Alter. Gib mir... Ah, Mann, das ist unnötig. Von der Zeit her, das ist locker gelangt. Aber echt, der scheiß Fußgänger, weil der da noch rumgestanden hat, mit seinem scheiß Handy rumgetippt hat. Und beim dritten Mal, wo ich sie los hatte, da stellen die sich genau quer, dass ich nur in die reinfahren musste. Probieren wir es nochmal.